Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Quadriga. Und ja, letzte Folge haben wir leider unseren besten Fahrer verloren, unseren Rainer. Der war wirklich der Beste, der hatte jetzt schon 2 Sterne und so, glaube ich, ne? Ich habe schon vergessen alles, ne. Also, ich nehme direkt danach weiter auf und ich bin immer noch geschockt. Das ist die Sache. Normalerweise müssten wir jetzt den Kollegen hier rausschicken. Ich habe aber hier den Wagen gewechselt, der war angeschlagen. Das Pferd ist auch noch angeschlagen. Es sieht fast so aus, als wenn der Dirne noch mal eine Runde fahren muss. Hat aber allerdings auch einen neuen Wagen bekommen. Ich bin gespannt. One of your horses was... Oh, nee. Weißt du, was das bedeuten tut? Dass wir von Anfang an langsamer sind. Und das bedeutet wiederum, dass das gar nicht mal so gut ist. Aber wir versuchen trotzdem ein bisschen was rauszuholen. Ich hoffe, er wird jetzt hier nicht irgendwie das Pferd verletzen. Das wäre sehr traurig. Wir müssen nochmal Gas geben. Er hat das Pferd getroffen hier. Ja, zweimal sogar. Leckt mich am Arsch und schon sind wir im Arsch. Wir gehen 2 nach innen, weil wir ja langsamer sind. Sehr viel langsamer sogar. Also ziemlich langsamer, also wir sind schon langsam. Der hat den mal eben weggepeitscht, ey. Das gibt's ja nicht. Wir bleiben hier auf unserer mittleren Spur mit unseren Zossen, die leider sehr langsam sind jetzt. Also ja, das war natürlich doof, aber egal. Wir Hauptsache, wir kommen durch. Wir müssen einfach nur ankommen. Das wäre hier das Wichtigste. Oh nein! Oder? Ich dachte, der peitscht mich, ne? Ich hatte schon Schiss gekriegt, ne? Ich mach mal hier so. Wisst ihr? Das war mir doch ein bisschen wichtiger, als da jetzt stabil zu fahren. Und ehrlich. Wir sind hier ganz gut durchgekommen. Sind wir sehr viel schneller als der da? Ne, ach komm, wir sind also gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Aber als der da, ne? Das ist ja schon mal was. So, ich werde hier natürlich auf Avoid Aggression gehen, weil der Kollege hier bestimmt was vorhat mit mir. Die ziehen halt alle an uns vorbei. Wir können jetzt draufkloppen hier und so, aber das ist die erste Runde, ne? Was, das bringt uns gar nichts, ne? Sozusagen immer noch, er ist immer noch sehr aggressiv. So ein Scheiß. So, ich würde mich auch sogar vor ihn placen wollen. Aber wir sind, also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wird er hochkommen, wollte ich gerade noch sagen. Wir können jetzt nur hoffen, dass hier irgendwas schief geht. Dass wir halt mal vielleicht nochmal einen Platz gewinnen oder so. Wir sind hier vorletzter. Ja. Achso, das war die Karre, die sowieso leer war. Wir sind hier vorletzter. Wir können den noch einen holen. Das sieht gut aus. Und wir fahren einfach hier unser Rennen. Wir können hier noch den einen oder anderen einholen. Die haben noch schon sehr gelitten hier. Der hier und der hier. Oh, der hat schon wieder gelitten. Den wahrscheinlich nicht, aber die beiden können wir vielleicht noch einholen. Da müssen wir ein bisschen taktieren vielleicht, ne? Genau, quäl deine Viecher ruhig. War das bei ihm oder war das da vorne irgendwo? So, wir haben hier jetzt gleich Kurve. Na, so. Schön stabil bleiben. Mein lieber Jung, wenn du das noch einmal machen tust, ne, dann sag ich dir, du, dann gibt's Rasur. Vielleicht fällt hier was um. Da geht 2 nach innen, das ist ein Fehler, glaube ich. Was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich doch. So, jetzt ist hier quasi die letzte Runde gleich. Wir gehen hier stabil weiter. Wir müssen nur ankommen.
wären wir zwei Plätze nach vorne gespült, wären damit Fünfter, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt so. Genau, quält euch. Halb so wild. Der kommt auch von hinten angequält. Ich kann mir ruhig reinfahren in die Karre, das wird ihn nochmal langsamer machen. Ja, hat nicht geklappt, schade. Schade, dass wir nicht, wir hätten ja Dritter wäre geil gewesen, wenigstens. Aber wird nichts. So wie es aussieht, wird das nichts. Ist hier irgendwas passiert? Liegt da was in der Kurve? Ja, dann, aber nur ganz innen, ne? Also theoretisch ist alles super. Ich würde mal hier drauf drücken. Der geht zwei, der will sich vor mich setzen. Dieses Saukopf. Schafft er aber, will er dann doch nicht. Okay. Wo kommt der denn jetzt her? Wer ist das denn? Scheiße, du. Der wollte mich peitschen, der Saukopf. Der setzt sich vor den, das ist gut. Wir kommen hier, können da vorbeiziehen. Ein Stück weit. Und können ruhig einmal Gas geben, komm. Nee, ne? So, jetzt können wir da ruhig angehen lassen hier. Da kommen die Kollegen von hinten. Das schaffen wir nicht mehr. Da holen wir keinen mehr rein. Beziehungsweise raus. Oder was auch immer. Da holen wir nichts mehr hin. Da holen wir nichts mehr her. Wir fahren hier schön durch die Kurve durch. Und sind froh, dass wir hier Fünfter sind, ne? Passiert. Man muss auch schon mal auf Ankommen fahren. Weißt du, man kann nicht immer nur auf Sieg fahren. Dann stehst du nämlich doof da vielleicht, ne? Wie jetzt gesehen in den letzten Folgen. Also müssen wir hier auf Ankommen fahren. Und das tun wir auch. Deswegen müssen wir ein bisschen peitschen. Nochmal. Also auf Ankommen jetzt hier, das spielt eigentlich keine Rolle. Nach dem vierten Platz gibt's für alle das. Nach dem dritten Platz gibt's für alle dasselbe Geld. Also ob du Dritter, ob du Vierter oder Fünfter oder Sechster wirst, spielt dann keine Rolle mehr. Du kriegst sowieso dieselbe Kohle. Weiß nicht, warum der sich so beeilt. So. Wir haben gefinisht. Und für Finish gibt es 1600. So ist schön. So ein Mist am Auge. So, wieder 6 Teams und nur noch 6.000 Dollars. Dollarius. So, Wagen ist nichts dabei. Doch, da ist was dabei. Das sind ja natürlich gute Wagen, ne? 400 kostet mich hier die Reparatur. Wenn ich den verzelle. Ach, das ist ein guter, ne? Jetzt hätte ich den fast verscheuert. Ich habe überlegt, ob ich den verscheuere, ganz ehrlich. Ne, das machen wir natürlich nicht. So, jetzt ist der Diener aber auch noch nicht fit. Ach, der Wagen hier ist auch noch nicht fit. Hä? Wir sind doch mit Diener gefahren gerade, oder? Kann das sein? Jetzt müssten wir eigentlich mit ihm hier fahren. Da ist der Wagen so ein bisschen lediert. Das ist aber ein guter Wagen, ne? Was kosten die denn da? 4.800. Also, wenn ich die verscheuere, ne, also komm. Wir geben dem einfach den Wagen. Hast jetzt nicht ganz so einen guten Wagen? Arua Rönix. Scheiße. Wir racen los, oder? Ja, klar. Und ready to go. Schon wieder gewundete Horses. Das gibt's ja gar nicht. Was macht ihr denn mit den Viechers? Oh ja. Das ist quasi dasselbe Rennen wie vorhin. Wie gerade eben. Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Weißt du? Es sieht sogar so aus, als wenn wir froh sein könnten, wenn wir hier Fünfter wären. Was ist denn nun? Was ist passiert?
Ich darf die Seiten nicht wechseln oder wie, oder was? Warum darf ich das nicht? Doch jetzt, hä? Was ist denn hier los? Du nur Horix. Ja, spar einfach mal schön stabil, dass du durchkommst. Mein lieber Freund. So was Beschissenes. Rein in die Curve. So schön weit hinten alles hier. Wir können nur hoffen, dass irgendeiner verunglückt. Es tut mir leid, aber es ist so. Wir können hier nur Verunglücken gewinnen. Am besten, wenn sich alle gegenseitig in die Karre fahren und wir als Einziger übrig bleiben. Das hatte ich auch noch nicht. Wir können hier also nur quasi schön auf stabil fahren nehmen. Gehen. Oder sollen wir Druck machen? Aber jetzt ist der Druck, aber wir müssen dranbleiben vielleicht, ne? Also lass mal ein bisschen Gas geben. Aber nicht die Pferde kaputt machen. Bitte. So, hier gehen wir stabil rein. Da gibt es auf die Fresse. Das war ja schon mal nicht schlecht. Das wollen wir, das finden wir gut. Wenn die sich gegenseitig da die Pferde kaputt fahren und alles. Da sind wir dabei. Das macht uns Freude. Würde ich mal so sagen. Ich würde sagen, wir fahren ganz normal weiter. Die haben nicht genug gelitten hier, ne? Das ist leider alles zu gut noch. Der da hat scheinbar sehr gelitten. Der leidet auch. Da hat der Wagen schon ordentlich was mitgekriegt. Du musst dich jetzt natürlich genau vor mich setzen. Naja gut, dann ist man noch mal. Hast aber Glück gehabt, mein Freund. Das werde ich dich aber geholt, das gleich doch. Aber die leiden auch noch ein bisschen, hoffe ich. Also noch ist hier nichts. Vielleicht werden wir doch nicht letzter. Aber viel mehr auch nicht. Ne? So ganz vorne so erst 1, 2, 3. Also 1 auf keinen Fall. Und bei 2, 3 denke ich auch nicht. Also nee, das wird alles nichts. Wir könnten mal auf Verdacht einfach mal hinten dran bleiben. Guck mal, das war gut. Einfach mal da dran bleiben. Was war das denn? So. Da haben wir einen Platz gewonnen. Es sei denn, er schleift noch bis nach Hause, aber das wird er, glaube ich, nicht überleben. Ich habe mehr Angst vor dem, was er mir antun könnte, als vor... Was? Schön stabil bleiben, dankeschön. So, das ist die letzte Runde jetzt hier sozusagen quasi. Wir können jetzt hier auf der Geraden... Könnten wir nochmal... Wenn ich jetzt hier Gas gebe, wird der rausziehen, ne? Das ist normal, das habe ich mir gedacht. Deswegen hätte ich vielleicht noch da gehen sollen oder so. So sind wir leider festgeklemmt. Wir sind schon ganz rausgesucht. Hier, warte mal eben. Mal eben hier gucken. Da liegt nichts, aber da sind die Pferde, ne? Würde ich einen da innen gehen? Tatsächlich. Weg, 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 weg. Ist nicht so gut, ne? Aber geht noch. Er macht sich hier echt das Leben schwer, glaube ich. Oh, 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 oh. Wir aber auch, wir aber auch. Oh, 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 oh. Das war eine harte Kurve.
Der wird doch nie damit rechnen, dass ich nach innen gehe. Er will auch gar nicht. Du Saugab. Jetzt sind wir natürlich lahmarschig as fuck. Sozusagen, aber wir könnten Dritter werden. Hallo. Aber er peitscht halt auch. Aber wir müssen jetzt dranbleiben. Vielleicht kriegen wir den noch. Ja, wenn er nicht peitschen würde. Jetzt haben wir so einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil, aber der wird nicht reichen. Da fällt der nochmal um hier hinten. Nee, das wird nichts. Wir schaffen es nicht. Wir werden nicht mehr Dritter, leider. Fast. Fast. Wir hätten es noch hinkriegen können. Wenn wir vorher ein bisschen anders gemacht hätten. Da muss ich hier echt nochmal drauf drücken. So. Finish. Es gibt Tausender. Das ist natürlich ganz schön schwach. Ne? Sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Nächste Runde ist wieder mit 6 Leute. Die Karre ist immer noch nicht heile. Ach nee, der ist gerade gefahren. Jetzt, ne? Ich komme hier ein bisschen durcheinander. Es tut mir sehr leid. So. Argizios, Izimagos. Zieh mal dran. So, fahren wir noch eine Runde? Ich würde sagen, das reicht für heute. 16 Minuten reichen erstmal. Ist okay, ne? Kann man mit leben. So, nämlich, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.